Ich will heute in 100 Tagen 100.000 Emeralds sammeln, damit ich kein Geringverdiener mehr bin. Aber damit die Challenge nicht so leicht, sondern schwer ist, müssen alle Tools, jede Rüstung und alles, was ich esse, von Villagern getradet sein. Außerdem sind automatische Farmen komplett verboten, also muss ich alles selbst sammeln. Als erstes musste ich also ein Dorf finden, damit ich einfach nicht verrecke, aber das Ganze wurde echt schwer, weil ich nicht mehr sprinten konnte und dann passierte das hier. Echt, welcher Idiot kommt eigentlich auf die Idee, so eine Challenge zu machen, wo er nichts essen darf? Oh mein Gott, was? Damit konnte ich also direkt anfangen, das ganze Dorf zu looten. Da haben wir auch schon direkt 3 Diamanten, mit denen ich einfach nichts anfangen kann. Meine erste Mission ist es, einen Fletcher zu finden und wenn es hier keinen gibt, dann habe ich ein kleines Problem. Meine Idee war es nämlich eigentlich ein bisschen Holz zu farmen, daraus ein paar Stöcke zu craften und hier einen Fletcher zu verkaufen, damit ich so an meinen ersten Emerald rankomme und so an meine erste Steinaxt rankomme. Ich glaube, das Problem hat sich tatsächlich einfach gelöst. Und da haben wir auch schon unseren ersten Farmer, der uns tatsächlich auch Brot verkauft, weshalb wir endlich was essen können. Jetzt, wo mein Hunger also endlich gestillt war, musste ich nach einem Toolsmith suchen. Weil ich bis jetzt noch keine Toolsmiths in diesem Dorf gefunden habe, hätten wir jetzt eigentlich ein kleines Problem, aber ich bin richtig, richtig smart und deshalb haben wir doch kein Problem. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist eigentlich das Problem? Na, das Problem ist, dass ich ohne Toolsmiths nicht an Tools komme. Aber so problematisch ist dieses Problem gar nicht, weil ich einfach diesen Eisengolem töten werde. Jetzt haben wir nämlich unser erstes Eisen, mit dem wir uns ein Smithing Table craften können. Das heißt, jetzt muss ich nur noch einen freien Villager finden und ein Smithing Table platzieren. Da sind auch schon 2 einfach eingesperrt. Wie ist das zustande gekommen? Ich würde sagen, ich platziere einfach mal den Smithing Table und baue danach diesen Komposter ab, damit einer von den Villagern zum Toolsmith wird, aber das wird irgendwie nichts, denn die rennen einfach weg. Bevor ich den Smithing Table abbauen konnte, kam ein random Villager dazu, er wurde zum Toolsmith, ich bekam meine ersten Tools und konnte damit noch schneller Holz sammeln. Falls es Kies in der Nähe gibt, dann kann ich Flint farmen, mir damit ein Fletching Table craften und habe dann dennoch damit einen Fletcher. Und da unten gibt es tatsächlich Kies. Auch wenn ich kein einziges Flint bekommen habe, sollte das fürs Erste genügen, denn ich habe 11 Gravel und das sollte reichen. Das wäre damit auch geschafft und jetzt können wir uns ein Fletching Table craften. Wir machen also erstmal den Kartografen arbeitslos und machen ihn jetzt zum Fletcher. Abgesehen davon, dass er zum Farmer geworden ist und jetzt zum Fletcher wird. Er tradet auch Stöcke, allerdings will ich mir später Pfeile von ihm kaufen, das heißt, ich werde ihn wieder abbauen. Abgesehen davon, dass er jetzt wegrennt? Ehrlich, dieser Villager hat sich jeden Arbeitsblock im Umkreis von 30.000 Kilometern ausgesucht und ist von meinem aber weggelaufen. Meine Güte, was willst du bitte aus deinem Leben machen, wenn du so herumläufst? Ehrlich, was ist falsch mit dir? Jetzt wurde also endlich zum Fletcher, aber verkauft mir immer noch keine Pfeile. Wieso machen Villager es einem so schwer? Dankeschön. Jetzt können wir uns endlich richtig viele Stöcke craften, ne? Und damit haben wir jetzt unendlich Emeralds. Am nächsten Tag habe ich Holz gefarmt und dabei ist mir die Idee eingefallen, dass ich alle Villager in eine Grube stecken und dann mit Brot abschmeißen kann. Also habe ich welches beim Farmer besorgt und dann ein random Haus einfach mit Betten vollgestopft. Am vierten Tag habe ich also wieder Holz gefarmt und wurde reich. Aber um den Weaponsmith hochzutraden, habe ich keine Emeralds, sondern Eisen gebraucht. Also wollte ich als nächstes in eine Höhle. Das einzige Problem ist, dass es hier unten nicht weitergeht, oder doch? Tatsächlich geht es hier einfach weiter. Und es geht doch nicht weiter. Und obwohl diese, naja, Höhle gar nicht so groß ist, kann ich mir die Kohle trotzdem gönnen. Außerdem habe ich mir kein Bett mitgenommen, das heißt, das könnte jetzt echt gefährlich werden. Und ich kann nicht schlafen, weil Zombies in der Nähe sind. Skelette übrigens auch. Ich sitze jetzt also ohne Rüstung mit einer Axt als Waffe in diesem Haus fest. Und konnte mich jetzt aber doch irgendwann schlafen legen. Naja, es ist jedenfalls Tag 5. Wenn ich mich einfach mal umschaue, dann sehe ich schon einen Emerald, der aus dem Berg rausguckt. Da sehe ich vielleicht eine Höhle. Da ist vielleicht eine. Da vorne ist vielleicht eine. Vielleicht ist das hier ein Eingang. Oh, das sind Bienen. Bevor ich allerdings nachschauen würde, welche Gefahren sich in dem Berg verbergen. Und das hier war das schlechteste Wortwitz EOS. Habe ich nochmal Holz gefarmt. Bei der ganzen Langeweile muss man ja über irgendwas nachdenken und ich habe gerade darüber nachgedacht, wie viele Emeralds ich pro Holz verdiene. Aus einem Stack Holz kann man 4 Stacks Bretter machen und aus 4 Stacks Brettern 8 Stacks Stöcke. Und mit diesen 8 Stacks kann man 16 Emeralds verdienen, das heißt ein Holz ist ein Viertel Emerald wert. Und wer kann erraten, was ich am Morgen dieses wundervollen Tages machen werde? Natürlich werde ich die ganzen Stöcke verkaufen, die ich gestern gefarmt habe. Ich kann ja jetzt aber nicht Tag ein, Tag aus die ganze Zeit Stöcke verkaufen, das wäre ja langweilig. Das heißt, ich sollte mir endlich Eisen suchen. Nachdem ich also Kohle gefarmt habe, weil es in der ganzen Höhle einfach kein einziges Eisen gab, hatte ich insgesamt 81 Kohle gesammelt und dann wurde es aber Nacht und ich musste ein paar Schafe töten, damit ich mich dann in ein kuscheliges Bett wälzen konnte. Ich habe mit den Villagern verhandelt und für euch einen super Deal rausgehauen. Die ersten 9000 Leute, die dieses Video liken, kriegen nicht nur lebenslang Hero of the Village, sondern 100.000 V-Bucks beim Start einer neuen Minecraft-Welt for free, aber auch noch 10% Rabatt auf alle Steintools beim Farmer. Warnung, es könnte sein, dass der Effekt beim Milchtrinken lebenslang verschwindet, V-Bucks in Minecraft nicht als Währung benutzt werden können und der Farmer
Monat gar keine Steintools anbieten. Mittlerweile sollte ich genug Kohle haben für 7 Trades und das sollte ausreichen, um einen Armorer aufzuleveln. Jetzt muss ich nur noch ungefähr 400 Blöcke in diese Richtung laufen und dann sind wir schon wieder zu Hause. Und hier sind wir wieder in meinem Lieblingsdorf. Und ich habe ganz vergessen, dass ich immer noch kein Eisen habe, um mir ein Blast Furnace zu craften. Ich habe mir gerade eine kleine Pause gegönnt und mir ein kaltes Glas Cola gegönnt. Und apropos Diabetes, ich habe ja immer noch keine Diabetes-Plantage. Wer jetzt schon weiß, was damit gemeint ist, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich konnte tatsächlich von der ganzen Cola echt nicht gut schlafen und da ist mir eingefallen, dass ich ja eigentlich mittlerweile einen neuen Skin habe. Ja, und wenn du dich wunderst, wieso ich mittlerweile wie ein Hund oder halt eben wie ein Affe aussehe, dann solltest du dir auf jeden Fall das letzte Video anschauen. Aber ich brauche auf jeden Fall Eisen, damit ich die Villager endlich hochtraden kann und das heißt, nachdem ich das Zuckerrohr angepflanzt habe, kann ich nachschauen, ob es in dieser Höhle Eisen gibt. Und in dieser Höhle gibt es einfach tatsächlich mein erstes Eisen, was ich selbst gefarmt habe. Ich habe einfach seit mehreren Tagen Eisen gesucht und endlich welches gefunden. Aber Kupfer brauche ich jetzt nicht. In der Höhle gab es so richtig viel Eisen, aber dann habe ich auf einmal ein Skelett gehört. Und da vorne sind einfach 2 Skelette, oh mein Gott. Ich muss mir überlegen, wie ich sie umbringen werde. Eins wäre damit erledigt und jetzt fehlt nur noch das zweite. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich so stark bin, dass ich es schaffe, das Skelett zu töten, ohne dass ich sterbe. Aber es sind 2 Skelette. Nee, das schaffe ich nicht, Alter. Das war's. Ein Skelett wurde jetzt von dem anderen Skelett getötet. Das heißt, es ist nur noch eins übrig, so wie es hätte eigentlich vorher sein müssen. Das heißt, jetzt sollte ich es eigentlich töten können. Viel Kohle konnte ich bis jetzt noch nicht sammeln, aber dafür habe ich schon 36 Eisen. Das heißt, sobald ich im Dorf ankomme, kann ich einfach einen Armorer hochtraden und habe damit endlich ein Schild und kann damit wiederum viel einfacher Eisen sammeln. Damit habe ich tatsächlich den Ausgang gefunden, aber ich bin echt greedy und ich möchte noch mehr Kohle und noch mehr Eisen sammeln. Da wollte ich auch noch gerade sagen, das mit dem Gesicht wird echt nicht besser. Ich brauche noch ein bisschen, um mich daran zu gewöhnen. Was ich auch noch loswerden wollte, ist, dass ich noch nie in der 1.19 gespielt habe. Das heißt, mit Fröschen hatte ich noch nichts zu tun. In einem Mangrovensumpf bin ich noch nie gewesen und ich habe auch absolut keine Ahnung, was ein Warden kann, wie viel Damage er macht oder wie viel AP er hat. Aber vielleicht werde ich das ja heute herausfinden. Und das hier war der letzte Schluck von meiner Cola. Mittlerweile bin ich im Herzen der Höhle angekommen und das heißt, ich würde sagen, ich pausiere mal kurz meine Musik und muss jetzt beten, dass ich hören werde, wenn ein Creeper von hinten kommt. Und ich würde sagen, damit wäre ich fürs Erste fertig mit dieser Höhle. Insgesamt habe ich ungefähr weitere 2,5 Stacks Kohle gesammelt und 80 Eisen ist auch noch dazu gekommen. Jetzt muss ich mir nur noch die Koordinaten von dieser Höhle aufschreiben und nachdem ich noch mehr Kohle gefarmt habe, kann ich dann endlich nach Hause. Und jetzt muss ich nur noch das Eisen und ein paar Steine schmelzen. Und damit habe ich jetzt endlich einen Blast Furnace, den ich hier platzieren kann. Heute werde ich das erste Mal Villager mit Brot abschmeißen und sie natürlich direkt einsperren. Das Einsperren kommt zuerst. Aber das Brot werde ich ihr natürlich auch gönnen. Und schon fangen sie an mit den Herzpartikeln. Und ich glaube, von hier unten sehen die gar nicht, dass ich zuschaue. Und da ist auch schon das erste Kind. Dann habe ich mir aber gedacht, dass dieser eine Farmer, den ich am Anfang von diesem Projekt eingesperrt habe, schon genug gelitten hat. Also habe ich ihn freigelassen, nur um ihn wieder einzusperren. Habe ihn dann mit Brot abgeschmissen und deshalb konnte er auch jetzt Kinder gründen. Und jetzt, wo das ganze Eisen durchgeschmolzen ist, kann ich endlich den Toolsmith hochleveln. Oder die machen halt einfach Kinder, alles klar. Die Kinder sind jetzt also mittlerweile in der Massenproduktion und das Eisen ist tatsächlich auch billiger geworden. Damit hatte ich endlich genug Villager in der Grube, weshalb Eisen-Villager angefangen haben zu spawnen und ich einfach for free Eisen bekommen habe, was tatsächlich danach auch einfach direkt nochmal passiert ist. Und weil der Toolsmith endlich aufgelevelt ist, kann ich mir einfach eine Dia-Axt und eine Dia-Schaufel craften. Jetzt habe ich zwar nur noch einen Emerald übrig, aber dafür brauche ich diese Eisenäxte nicht mehr und habe auch endlich eine Schaufel. Das heißt, ich kann jetzt noch schneller Holz farmen, während ich darauf warte, dass die Kleinkinder groß werden und ich dann einen Armorer habe. Aber es gewittert gerade und ich muss unbedingt ein Dach über die Villager Grube bauen, damit sie auf keinen Fall zu Hexen werden. Ehrlich, ich bin wahrscheinlich der einzige Spieler in Minecraft, der Regen toll findet. Aber das hier ist ja einfach mal super krass. Mittlerweile ist aber tatsächlich ein Wandering Trader gespawnt. Und der verkauft mir Slime Balls, mit denen ich Leinen craften könnte. Aber naja, die kann ich ja auch for free bekommen. Und mittlerweile habe ich auch einen Armorer, den ich auch mit Kohle hochtraden kann. Leider kann ich ihm kein Eisen verkaufen, um ihn weiter hochzutraden. Aber dafür habe ich auch endlich Rüstung. Es ist zwar nur Kettenrüstung, aber wenigstens irgendwas. Abgesehen davon, dass ich vielleicht heute schon Full Tier haben werde. Denn ich kann weiterhin traden und kann mir damit noch mehr Müll vom Armorer kaufen. Das Problem, was ich aber gerade habe, ist, dass alle Betten schon besetzt sind. Das heißt, die Villager können sich nicht mehr weiter produzieren. Und das klingt irgendwie sehr unmenschlich.
Villager existieren in Minecraft aber auch nur, um versklavt zu werden. Der Punkt, den ich rüberbringen wollte, ist, dass ich zwar Schafe in der Nähe habe, aber mir keine Schere craften kann. Dafür brauche ich einen Shepherd und ich habe nur noch einen freien Villager, der auch noch auswachsen muss und dann kann ich mir endlich eine Schere kaufen. Aber mittlerweile ist der Armorer tatsächlich so weit aufgelevelt, dass ich mir die Dia-Rüstung kaufen kann. Das heißt, ich glaube, mein Ziel ist es heute, Full Dia zu werden. Also habe ich erstmal Holz gefarmt, Stöcke verkauft, Holz gefarmt und ich habe einfach den Hund befreundet. Das hier ist also endlich der Tag, wo ich Dia-Rüstung haben werde. Danke dafür. Die finde ich auf jeden Fall echt super. Ich habe allerdings nur Fire Protection und Unbreaking 1 und Blast Protection 2. Das ist der letzte Dreck. Und das bedeutet, dass ich die Schafe von dort hinten ab in die Base locken kann und dort einfach für immer versklaven werde. Natürlich unter Bio-Bedingungen und das heißt, dass nicht mehr als 20 Schafe auf einem Block gleichzeitig rumgammeln dürfen. Nachdem dieser Krampf auch vorbei ist, muss ich nur noch die Schafe füttern und komplett abscheren. Und damit habe ich jetzt 4 weitere Betten. Und jetzt fehlt nur noch der Helm. Als nächstes habe ich also den wunderschönen... Oh mein Gott! Also ja, Leute, eigentlich wollte ich sagen, dass das ja der erste Sonnenaufgang ist, den ich von Anfang bis Ende, naja, bis Ende nicht wirklich, den ich jedenfalls erleben konnte, ohne dass ich mich schlafen legen musste. Bevor ich mich also endlich auf die Suche nach dem Enderdrachen mache, muss ich mir noch einen Helm, ein Schwert und Enderperlen kaufen, aber vor allem auch Papier und Gunpowder sammeln, damit ich mir dann Raketen craften kann und dann mit dem Elytra, Und dann mit dem Elytra nach Hause fliegen kann. Das hier ist der Anfang von Tag 16 und die Villager sind natürlich direkt am Bumsen. Während die Villager also damit beschäftigt sind, kann ich ein paar Bäume abbauen und habe jetzt endlich auch genug Emeralds, um mir den Helm zu leisten. Ich glaube, damit bin ich jetzt so ziemlich ready für den Enderdrachen. Ein bisschen Gunpowder habe ich ja schon gesammelt. Das heißt, jetzt fehlen mir eigentlich nur noch die Enderperlen und danach muss ich nur noch kurz in den Nether. Aber dann war es das auch schon. Sobald ich den Enderdrachen besiegt habe, kann ich mir eine Elytra schnappen. Damit kann ich dann einfach in dieser Welt hier rumfliegen, bis ich auf eine Wüste stoße. Und in der Wüste werde ich dann so lange Sand sammeln, bis meine Schalkerboxen voll sind. Dann muss ich das Ganze nur noch zu Glas schmelzen, zu Glaspanes verkraften und kann dann einfach richtig reich werden. Also wenn es um Katzen oder Hunde geht, dann streite ich mich nicht darüber, was besser ist, weil sowieso klar ist, dass Katzen besser sind. Aber wenn ich ein Hundebesitzer sein würde, dann wäre ich ein sehr schlechter. Denn ich habe meinen Hund einfach hier seit mehreren Tagen stehen lassen. Und damit habe ich jetzt endlich ein Dia-Schwert. Das hier soll jetzt wirklich das letzte Mal sein, dass ich Holz farme, um daraus Stöcke zu machen und dann alles zu verkaufen. Ich muss nur noch den Cleric hochleveln, damit ich an die Enderperlen rankomme. Und dann muss ich mir noch eine Dia-Spitzhacke vom Toolsmith kaufen, damit ich überhaupt Obsidian abbauen kann. Wenn ich dann also endlich die Blaze Rods aus dem Nether bekomme, dann kann ich endlich den Enderdrachen besiegen. Leider ist meine Axt kaputt gegangen, weshalb ich früher aufhören müsste, die Bäume abzubauen und dann hat irgendein Verrückter mitten in der Nacht Villager aufgeweckt, aber weil die alle noch im Halbschlaf waren, haben die mich nicht erkannt. Bevor ich mir jetzt tatsächlich Enderperlen vom Cleric kaufen kann, verlangt er von mir Glasflaschen, das heißt, ich würde sagen, ich farm einfach mal ein bisschen Sand, schmelze das Ganze und naja, verkaufe ihm dann halt Glasflaschen. Ich wollte Glasflaschen sagen. Hier vorne haben wir den Sand. Ich glaube, 2,5 Stacks sollten reichen, also muss ich das Ganze nur noch schmelzen. Gefühlt ist schon wieder der ganze Tag vorbei und jetzt muss ich das nur noch verkaufen. Und er verkauft mir noch nicht mal Enderperlen. Wieso habe ich eigentlich meine Zeit damit verschwendet? Ich musste also noch mehr Sand farmen, noch einen Kleriker aufleveln, der mir dann tatsächlich auch Enderperlen verkauft hat. Und nachdem ich alles Wichtige mitgenommen hatte, machte ich mich auf den Weg in eine Höhle, um mir ein Netherportal zu gießen und ging rein. Ich würde sagen, das sieht ganz schön nach Nether aus, oder? Da ist auf jeden Fall schon mal ein Crimson Forest, aber das ist nicht das, was wir suchen. Denn ich brauche natürlich ein Nether Fortress, aber hauptsächlich ein Blaze Spawner, aber hauptsächlich Blazes, aber eigentlich ja nur die Blaze Shots, aber eigentlich nur den Blaze Powder und eigentlich brauche ich ja nur die Enderaugen. Und eigentlich muss ich nur Slash Locate benutzen, kann dann im Creative Modus einfach zum Nether Fortress fliegen und dort Spawnex benutzen, damit ich die Monster bekomme, die ich töten muss, genauso wie Dective das in seiner Survival-Welt gemacht hat. Wenn du die Thematik rund um Dective immer noch nicht mitbekommen hast, dann solltest du dir auf jeden Fall das Video dazu anschauen, denn ich habe ungefähr 45 Minuten lang gezeigt, dass Dective an jeder Ecke lügt und cheatet und dass seine letzten 23 Videos fake sind. Leute, es ist wirklich so viel, diese 45 Minuten sind nicht ohne Grund 45 Minuten lang. Ein Warped Forest gibt's hier auch. Ich habe mich jetzt aber doch dafür entschieden, den Shader auszumachen und die Render Distance auf 40 zu stellen, damit ich das Nether Fortress einfach einfacher finden kann. Habe ich gerade eben einfach zweimal einfach hintereinander gesagt? Ich glaube, ich sollte meinen Wortschatz erweitern. Ich habe, no joke, seit ungefähr 20 Minuten nach einem Ender Fortress... Warte, was? Ich habe vor diesem Video versucht, 100 Tage lang auf einem einzigen Block zu überleben. Falls dich das also interessiert, schau dir das Video oben an und alternativ kannst du dir natürlich auch anschauen, wie ich 45 Minuten lang gezeigt habe, was Dective schon alles angestellt hat.